Nee, ich kann besser mit der kleinen Nadel arbeiten. Ja, nee. Nee, geht besser. Kann ich besser. Ja, ach. Nee, mach ich trotzdem. Ja, Längenverlust hast du immer. Ja. Nee, Längenverlust hast du immer. Die Hälfte, mindestens die Hälfte geht verloren. Extensions brauchst du. Doch. Ja, brauchst du. Ja, bring einfach irgendwelche Extensions mit. Gibt's bei Amazon, auch ganz günstige. Ja, irgendwas. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Deine Dreads sind locker geworden. Ach, ist normal. Ist alles normal. Ah, die gehen fast auf. Nee, das ist normal. Musst nur ein bisschen Palmrolling machen. Haben die sich zusammengezogen, die Dreads? Ach Mensch, nee, das ist auch normal. Alles ganz normal. Nein, die sind nicht so locker. Das ist immer so. Das ist immer so bei Dreads. Nee, die entwickeln sich nicht so gut. Ja, das ist deine Haarstruktur. Ja, das ist dann so. Nee, ist deine Haarstruktur. Ja, tut mir leid. Ja, hast halt eine schwierige Haarstruktur, ne? Ja, nee, ich habe alles versucht. Durchziehmethode? Ist ganz schlecht. Nee, mach das bloß nicht. Die Ansätze werden ganz dünn. Irgendwann reißen deine Dreads einfach ab. Nee, nicht machen, nicht machen. Nur häkeln. Ja, kommst du alle 6 Wochen, ist doch nicht schlimm. Wie oft du dich kümmern musst, wenn du neue Dreads hast? Auch gar nicht. Muss gar nichts machen. Das kommt alles. Macht alles von selber. Nee, brauchst nichts machen. Ja, kannst deine Dreads ruhig waschen, direkt. Ach, kannst am nächsten Tag nach der Neuerstellung, kannst sie direkt waschen. Ja, mach das ruhig. Gar kein Problem. Lauft ganz schnell, wenn ihr diese Sätze hört. Ganz schnell gehen. Sofort aufstehen und gehen.